Ich müsste mal auf die Map gucken, wo ich überhaupt bin. Aber da ist ja auch alles so weiß. Das ist wirklich schwierig. Ach, guck mal, schon wieder eine. Kiste ist gut. Wir haben ja gar keine Nägel, ne? Total verrückt. Oh je. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Subsistence hier im brutalen Hardcore-Modus und jetzt wird's mal wieder so langsam hell. Ich bin dabei, hier ein paar Bretter zu machen und ein paar von den Tauwerk, weil wir brauchen ja auch wieder noch Spitzhacken. Wir haben gar keine mehr. Ich hatte ja gesagt, wir wollen mal gucken, ob wir vielleicht ein bisschen Richtung Obsidian gehen. Wir hatten ja das Windrad aufgestellt. Ich mache jetzt mal das Fenster zu. Jetzt müsste inzwischen auch die Masse so weit gekrabbelt sein hier, dass wir das machen können. Das machen wir dann auch. Ich habe das Zeug schon in der Tasche, wie ihr gesehen habt. Erste Aufwertung. Bams. So. Ne? Jetzt fehlt die noch. Da haben wir Schwierigkeiten. Einmal fehlt uns, glaube ich, Obsidian auch, um dieses Zeug zu machen. Wir haben auch noch, ich habe gerade geguckt, 5 Sehnen. Wir brauchen aber 6 für dieses Seil. Ne, gar nicht wahr. Wir brauchen 3. Das würde gehen. Aber hier, glaube ich, passt das noch nicht ganz. Dann lassen wir das mal so ein bisschen sich wieder erholen und gucken dann, ob wir Obsidian oder sowas noch was kriegen können. Auch Sehnen wäre nicht schlecht. Das heißt also Pumen schießen oder Elche. Ach, das ist immer ein bisschen so ein Angstding, ne? Naja. Ja gut, aber erstmal müssen wir was futtern, ne? Wie sieht's aus? Ah ja. Mamphi. Ja. Wir müssen auch mal wieder Fallen aufstellen. Ja, Hühnchen machen. So, Schluck trinken. So. Und jetzt packen wir das darin. So, und dann gehen wir hin und machen hier jetzt rein, dass das erstmal schön voll ist. So. Und dann machen wir uns, würde ich mal sagen, hier von 2 Tück, wa? 2? Ah ja, gut, machen wir ruhig 2. So, der ist fertig. Die nehmen wir dann auch mit. Die Jacke nehmen wir auch mit. Das ist alles gut. Ein Lockpick-Schlüssel haben wir dabei. Wärmekit 1. Nur 1 ist ein bisschen mau, oder? Wo haben wir denn? Hier haben wir doch noch einen. Komm, nehmen wir noch ein zweites wenigstens mit. Ja, was haben wir eigentlich an Gammelfleisch? Da ist es. 49, ja, das ist doch in Ordnung. Pass auf, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal, ob wir in die Richtung kommen. Richtung Obsidian. Das gibt es nämlich da oben und da hinten. Da müssen wir aber jetzt schon los, wenn es gerade anfängt, hell zu werden. So. Na denn. Müssen aber unterwegs auch ein bisschen sammeln. Den packen wir mal hier rein. Normal habe ich den immer da, ne? Und so ein Zwiebelsämchen da. Naja. Denn wäre ja gut, wenn wir da hinten schon mal eine Plattform oder sowas machen. Mal gucken. Ich würde sagen, wir gehen erstmal rauf in unsere Puma-Bude. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin nicht vorsichtig genug. Ich habe nämlich wieder im Leichten gespielt. Ja, mache ich ja so privat so ein bisschen auf dem Server. Und da muss ich immer hier umschalten, ne? Hier muss ich jetzt viel vorsichtiger sein. Ach, guck mal, ein Hagebüttchen. Jetzt sehe ich noch keinen Wolf hier.
Ach ja, ja, Januar ist, das müsste jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, der zweite Januartag sein. Übrigens, neue Aufnahmesession ist schon spät abends. Ich weiß nicht, wie viel ich mache. Das ist jetzt, ja, nicht mehr lange, aber noch ist der 10. Samstag, der 10. 2. Wie lang noch? Ja, halbe Stunde knapp. Ich denke mal, ein oder zwei Folgen mache ich, je nachdem. Das ist ja auch manchmal so in einer Situation, wo ich dann nicht aufhören will. Ich möchte immer gerne irgendwas abgeschlossen haben und wieder zu Hause sein. Sonst bin ich dann so ein bisschen am Rätselraten. Wo war ich denn genau? Was wollte ich machen? Das ist mir dann angenehmer. Boah, deutlich weniger von den Taschen und deutlich weniger von den Fasern im Winter und gerade auch in der Brutalversion. Also ich sehe da schon doch einen deutlichen Unterschied. Im leichten Spieler renne ich quasi oftmals nur von einer Kiste zu Fasern, von Faser wieder zur Kiste. Ich komme von Pontius nach Pilatus. Da sehe ich ein Wölfeli. Zumindest den Balken von dem Wölfeli habe ich gesehen. Gehen wir ein bisschen weiter hier oben lang. Aber die hole ich mir jetzt trotzdem hier. Jacke habe ich dabei, ne? Ja, 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 gut, gut. Da haben wir den minus 3 Grad, das ist ja noch ganz ordentlich. Da sind die Osagen. Ach, guck mal, Kistchen. Ja, ich muss mal gucken, dass ich auch Nägel kriege. Vielleicht setzen wir ja dann irgendwo mal so eine Plattform hin, ne? Der ist jetzt da oben, den stellen wir hier unten rein. So. Satt gefuttert bin ich doch, oder? Oh ja, aber das geht ja, wenn das so kalt ist, so schnell weg, ne? Was haben wir an? Ah, 26 ist gar nichts. Das ist relativ weit weg. Ich weiß nicht, ob die Aktion jetzt auch was bringt, ne? Jetzt bis da hinten hinzugehen. Vielleicht gehe ich doch erstmal. Ich glaube, das ist eine bessere Strategie. Uah. Moinsen! Ne, gehe ich. Boah, da ist noch einer. Und da ist aber auch eine Dungeon, die will ich haben. Wir müssen ja sowieso irgendwas essen oben, ne? Das ist ein Vierer natürlich. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Ich habe 13 Pfeile. Bleib mal stehen. Ja, ja, du mich auch. Boah, hat der mich nur erwischt? Jo, der hat mich noch gebissen. So ein Ungetüm. Naja, allzu viel hat er nicht, aber er hat mich erwischt. Krücke. Naja. Na gut, Hände waschen muss ich. Hoffentlich hat sich das jetzt gelohnt hier. Komm, Baumwollsamen. Absolute Winter Edition. Beißt der mich? Blöde Töle. Oder wegen Gegechter gehen direkt darauf. Hatte ich denn da schon eine. Das ist so ein Stück in die Richtung. Da gibt es so eine Ebene, da ist aber auch Puma-Gebiet. Und da habe ich auf dem Server auf jeden Fall so eine kleine Basis gebaut. Jetzt weiß ich gar nicht. Habe ich das hier eigentlich auch schon gemacht? Nee, oder? Scheiße. Das so durcheinander wirbel. Nee, habe ich nicht. Da liegt Schrott da hinten. Ja, ich gehe ja jetzt nicht in Richtung unsere Puma-Bude. Wir gehen mal da in die Richtung. Vielleicht kann ich ein bisschen Obsidian holen. Ich hätte natürlich ganz gerne auch schon ein paar Sachen, dass ich notfalls eine Plattform oder ein Feuer machen kann, für den Fall, dass wir da doch übernachten müssen. Ne? Und dann sitze ich auch nicht so gerne auf dem Boden mit meinem Feuer, wo immer mal irgendwelche Viecher angelatscht kommen können. Deswegen hätte ich ja ganz gerne was eingesammelt hier, dass wir das alles bauen können. Habe ich Nägel? Ne, gar keine, ne? Oh Gott. Keine.
erhole ich mich wieder. 111 habe ich jetzt, 125. Ich habe noch den Schutz an, dass der mich gebissen hat, ey. Was haben wir noch? 13, ja. Von dem normalen 9mm Kügelkuss. Ja, minus 7. Wieso friere ich? Ich wollte schon gerade fragen, wieso friere ich eigentlich nicht bei minus 7 ohne Jacke? Da oben ist was, aber das sieht mir aus nach Eisen. Ist ja noch relativ früh, glaube ich, ne? Immer nur. Ja, was haben wir denn schon? 24. Na. Ah, da oben ist was, aber für einen Anzünder brauchen wir, glaube ich, von denen 12 oder 15. Ob die Idee gut ist, weiß ich nicht. Na, mal sehen. Ja, ich hätte natürlich auch von zu Hause das Zeug mitnehmen können, was ich brauche. Ein Anzünder und eben also war schon eine fertige Plattform, sicherlich, aber... Oh, kalt. Das ist nicht gut. Aber eigentlich möchte ich mir nicht die Taschen vollstopfen, wenn ich zu Hause abhaue. Das ist saublöd. Oje. Das ist gar nicht gut. Dann können wir das vergessen. Also hier frieren, das bringt es nicht. Alter Falter, ey. Minus 10 Grad. Ja, Januar ist natürlich auch schon ziemlich. Ich will jetzt noch keinen von meinen beiden Wärmepads verwenden. Das soll was sein für, wenn das wirklich knapp wird, um dann noch den Weg nach Hause zu schaffen. Ne, so. Wo bin ich eigentlich hier? Oh Mann! Ich hab doch meine Jacke an. Warum friere ich denn trotzdem? Ich gucke, ob ich da runter gehe. Vielleicht ist das dann schon wieder ein bisschen niedriger und friere dann nicht hier runter. Minus 8, siehst du? Das macht das gleich aus. Reicht aber nicht. So, Vorsicht, hier ist Puma-Gebiet, glaube ich, ne? Lass mich mal eben auf die Map gucken. Gottchen! Ja. Eisen, Lithium, Zink. Wo ist das denn? Eisen? Lithium? Hä? Hier ist das. Müssen wir ein bisschen in die Richtung halten. Minus 7. Was haben wir eigentlich hier? Da ist ja schon alles voll. Ist ja verrückt. Wir haben gar keinen Platz mehr. Naja, man kann ja schon mal. Wir brauchen noch einen, ne? Da hinten sehe ich schon mal einen Wolf. Müssen noch ein bisschen Holz haben. Minus 6, Alter Falter, ey. Und das mittags, mitten am Tag, obwohl es ist noch ein bisschen früh, oder? Ne, ist ja schon bald Mittag, ne? Sollte gucken, dass ich schön meine Gesundheit vollkriege. Puma, den hört man ja meistens rechtzeitig, ne? Da hinten ist ein weißer Wolf und ein grauer Wolf.
Hier sind aber wenigstens ein paar Fasern. Ich bin jetzt wieder so still, weil ich so lausche auf dem Puma und so vorsichtig bin. Das müsst ihr mir zugestehen, das müsst ihr mir lassen. Safety first, bitte. Ja, die weiße Töle da vorne. Der alte Wolf, kennt ihr das Lied noch? Wird langsam grau. Er hat von hier und da und dort die Schnauze voll. Oh, hallo. Wie blöd sie zu sehen. Ja, hier wollte ich aber eigentlich gar nicht hin. Ich weiß aber auch gar nicht so genau. Da vorne? Ja, ich glaube, da vorne ein Stück weiter, da will ich eigentlich hin. Aber hier sind so viele Wölfe. Wenn ich jetzt hier durchgehe, geht das? Oder haben wir gleich einen an den Backen? Ich renn mal. Nee, das sieht mir alles so fremd aus hier. Hier, so ist doch die Gegend, wo ich hin will. Ach, da ist ein See? Ne. Das ist die Gegend nicht. Verdammt. Ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten, mich jetzt ordentlich zu orientieren. Ach, guck mal, Täschelchen. Jetzt haben wir keinen Platz mehr für Tauwerk. Ne, ist ja verrückt. Dann hauen wir uns das Ding jetzt rein hier. Na? Puh. Ich müsste mal auf die Map gucken, wo ich überhaupt bin. Aber da ist ja auch alles so weiß. Das ist wirklich schwierig. Ach, guck mal, schon wieder eine. Kiste ist gut. Wir haben noch gar keine Nägel, ne? Total verrückt. Ah je. Ja, ist kalt hier oben. Ja, nö. Das ist jetzt so eine Sache hier. Was mache ich denn jetzt bloß? Also die Nägel, das sind ja nicht viele, sind nur 4 Stück. Das müssen wir jetzt nicht mitschleppen. Haben wir noch keinen Schrott irgendwo? Ah, den schmeiße ich nicht weg. Hm. Ah, ist das blöd. Was soll's? Das ist mir wichtiger. Habe ich Knurren hören? Oder kam mir das nur so vor? War schon auf 119 wieder runtergefroren. Wieso friere ich denn immer noch? Ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. Lass mich mal eben gucken. Das ist ein bisschen riskant, jetzt hier zu gucken. Da ist schon der See. Hier ist die Gegend mit Obsidian, ne? Ich glaube, wir müssen hier so ein bisschen in die Richtung. Genau hinter mir. Aber ich darf nicht so hoch gehen. Dann friere ich mir nur einen ab. Das hat hier keinen Zweck jetzt, hier irgendwas. Ne? Also jetzt Obsidian hier suchen. Ich glaube, das ist nicht so die gute Idee. Das müssen wir warten, bis das ein bisschen frühlingshaft wird. Das kann ich jetzt knicken. Ja, ich hätte ja gerne das Windrad fertig aufgewertet komplett, ne? Und jetzt ein Puma schießen ist auch schlecht. Ich kann ja gar nichts mehr einpacken hier. Bin ja total voll.
Zum Glück wimmelt es hier nicht so allzu sehr von Wölfen. Ist das dicht, der Wald hier? Ich habe das Gefühl, hier bin ich noch nie gewesen. Oh Mann, dann nehme ich aber mal die Angstwumme in die Hand. Alter Falter, Verwalter, ey. Wo bin ich denn hier? Auf dem Server hat doch die Andrina mal gebaut mit der Manu zusammen. Was ist das hier? Richtig verlaufen, also weil das doch so anders aussieht. Ne, das müssen wir machen, wenn das Wetter besser ist im Frühling. Das hat jetzt gar keinen Zweck. Ist hier auch Puma-Gebiet? Auch das noch, jetzt gibt auch noch ein Wetter, wa? Ich hab den Wolf gesehen da hinten. Alter Falter. Ach, geh mal nach Hause. Versuchen wir das zumindest. So, wo muss ich denn überhaupt lang? Ich sehe auch keine. Jetzt alles so weiß ist auch keine Beacons, ne? Norden, Nordwesten. Ja, ich glaube, das ist am besten die Richtung. Fasern nehmen wir natürlich möglichst immer mit. Die stecken bis 1000, ne? Die Fasern, das ist schon ordentlich. So, hoffentlich können wir das jetzt einpacken, was hier drin ist. Das sollte klappen, oder? Nee. Beides nicht? Ey, was ist denn hier los? Schießpulver, Schießpulver, Schießpulver. Ach, das ist alles einzelnes Schießpulver. Oh, guck mal. Alter Falter. Und wenn ich das jetzt so esse, das gibt kaum was, ne? Ah, dann können wir das aufnehmen. Ja, durch das Frieren. Boah, jetzt aber eine Husse, ey. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. In der Nähe von dem... Ach, shit. Haben wir jetzt am Hintern kleben? Ne, gut. Ich sehe kein Beacon. Wo sind wir denn hier? Ey, total fremd kommt mir das alles vor. Minus 7. Nordosten gehe ich? Alter, ich verlauf mich wieder mal hier. Heißen Wolf. Ich muss aber mal eben auf die Map gucken. Hä? Hm. Ja, das habe ich ungefähr richtig eingeschätzt. Da sind die Osagen. Okay. Das ist gar nicht so schlecht. Dann weiß ich ungefähr, wo ich bin. Ich mache mal einen kleinen Bogen um den Eumel da rum. Und dann hier lang. Dann kommen wir... Hier, Täschelchen. So, jetzt sind wir schon fast in unseren Gefilden wieder. Nee, also das kannst du vergessen. Jetzt mal losgehen, da bis dahin hin, nach Obsidian suchen. Das funktioniert nicht. Habe ich keinen Platz für. Das ist nur eine Attrappe. Pack doch mal die Knarre weg. Meine Ausdauer ist noch ganz gut, weil wir ja auch mit Veggie-Futter ganz gut dabei sind. Ich sehe Nordwesten, ich sehe... Könnt ihr die Beacon erkennen? Wenn ich mich hier hinstelle, wo es so dunkel ist... Ich stelle mich mal da vor den Felsen. Vielleicht kann, da sehe ich was. 400 Meter. Und wo ist der andere?
700. Und der da hinten 1400. Dann ist der da mit den 400 Metern, ne? Gut. Oh, wird das schon dunkel? Ja, so langsam. Ja, ich hatte gedacht, vielleicht kann ich dann da hinten so eine Plattform setzen, Feuer drauf machen und da die Nacht verbringen. Dann hätten wir da am nächsten Tag Obsidian gesucht und nochmal eine Nacht verbracht, den einen oder anderen Wolf verschmackofatzt, ne? Und dann am dritten Tag wieder nach Hause. Aber das, ne. Das ist zu heftig. Ich will ja nicht den Löffel abgeben dabei, wenn es denn geht. Oh Mann. So. 30, okay, da ist ein Häschen. Was sieht alles so fremd aus? Oh, jetzt wird's kalt. Jetzt können wir aber mal so ein Ding benutzen, oder? Ja, noch nicht, aber wenn es jetzt noch heftiger wird, da ist immer rechts, wo wir immer die Erze klopfen. Minus 8 und wir sind gar nicht so hoch. Gehen wir durch das grüne Tal? Ja. Ach, das geht ja nicht. Ich habe doch keine Taschen mehr frei. Na, das geht. Alter. Ist ein bisschen frisch. Ein bisschen schubberig. Alter Falterverwalter. Ich mag das nicht, wenn ich hier mir den Popo wegfriere. Habe ich nur einen erwischt. Ich will nach Hause. Ist hier wer? Hagebüttchen. Guck dir das an. Nee, das ist das. Boah, das war zu hart, ey. Sagen, da in die Gegend gehen, Obsidian suchen, das funktioniert so nicht. Auch nicht, wenn man noch so gut ausgestattet ist. Das, nee, ist zu hart. Scheiß Januar. Aber, ne? Da ist schon ganz gut was dabei. So. Der ist sogar noch an. Guck dir das an. Wunderbar. Haben wir irgendwas für den? Nö, ja doch. Die Hagebutten. Können wir da reinpacken? Sonst haben wir da nichts für, ne? Nö. Ja, jetzt geht das wieder hier. Alles auspacken. Nägel hatte ich doch auch hier unten. 4 Stück, das ist nicht viel. Für einen ganzen Tagesausflug. So, das, das sind hier 7. Oh Gott, ey. Wenig, wenig. So ein Flieger wäre jetzt vielleicht ganz gut. Und da haben wir wieder ein bisschen was. Das ist doch auch schon mal was wert. So, pass auf, den können wir tauschen. So. Und die. Das noch. Ja, da können wir einen von in die Kiste packen. Oder? Ja, weiß nicht. So. Ja. Ganz schön runtergehungert sind wir durch das Frieren, ne? Puh. Da ist nichts mehr. Wie sieht's aus mit Strom? Den haben wir voll. Dann können wir schon mal gucken. Wir wollen ja auf jeden Fall zusehen, dass wir den ganz aufwerten. Wir brauchen so einen blauen Chip. Wir haben nicht zufällig noch irgendwo einen rumfliegen. Ich gucke lieber erstmal in die Kisten. Nee, nee. 5. Dann machen wir schon mal das Seil. Ja. Seil. So. Obsidian. Und was müssen wir haben? Wir brauchen ja so einen hier. Jeweils 2. Obsidian ist schwach, ne? 4 Stück brauchen wir auch nur davon. Das ist ja nicht so viel. Haben wir 4 Stück Obsidian? Aber genau. 4. Was noch? 3. 6 mal Silizium. Ich hole das lieber einzeln. Das ist mir sonst so kompliziert. Silizium. Müssen wir einen schmelzen.
Dann haben wir die 6, ne? So. Und dann waren das noch die hier. Können wir schon mal einen machen. Dann waren das noch die. Da brauchen wir 6 Lithium und 2 Perlen. Lithium ist wahrscheinlich schwierig. Ah, ne, müssen wir nur schmelzen. Da müssen wir mit warten. Lithium. Zwei Perlen dürften wir doch haben. Und dann waren das 6, also 12, ne? So. Es wird. Es wird. Ich mache das jetzt fertig, dass wir dann vielleicht... Oh, jetzt geht's hier richtig los. Das wäre eine harte Nacht geworden. Wenn ich das nicht geschafft hätte, irgendwie ein Feuer zu machen, das hätten wir gar nicht überlebt, ey. Mit den zwei Dingern kommt man auch nicht weit. Oder man rennt in der Nacht nach Hause und dann ist das auch gefährlich von dem Viech her. Na gut. Ja. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst mir ein Like da, schreibt Kommentare, seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und dann machen wir weiter mit dem Januar. Aber irgendwann kriegen wir den Winter auch noch zu Ende. Wir sind ja ganz gut ausgestattet. Wenn wir schön vorsichtig sind, sollte das doch laufen, ne? Bis dann, bye bye und tschüssi.